laufen. Willkommen zurück. Vielleicht lassen wir die Tür noch ganz kurz offen für die letzten Leute, die reintrudeln. Willkommen zurück zur Bühne, zur Hauptbühne der DINACON. Ich hoffe, Sie hatten eine lehrreiche Zeit in den Sessions, auch heute Nachmittag. Ich hoffe, Sie haben alle Ihre Räume gefunden. Und ich hoffe, wir konnten Ihren Pioniergeist wecken. Darum geht die DINACON ja auch. Pioniergeist ganz besonders auszuzeichnen, das ist auch ein Ziel von der DINACON. Deshalb sehen Sie hier schon verdeckt natürlich jetzt noch die DINACON Awards in unseren 5 Kategorien. Gut, dann würde ich sagen, wir kommen zu dem Moment, auf den wir alle gewartet haben, sehnsüchtig. Und ich kann das aber nicht alleine, weil da ist jemand anders eigentlich dafür verantwortlich. Er ist der Master of Ceremonies sozusagen von diesen DINACON Awards. Er macht das schon seit vielen Jahren, seit 5 Jahren. Und er weiß eben auch, ich weiß es nicht, wer dieses Jahr die Heroes der digitalen Nachhaltigkeit sind sozusagen. Ich würde gerne Adrian Gschwend auf die Bühne bitten. Adrian. Vielen Dank. Genau, währenddem Adrian hier jetzt schnell die Präsentation switcht, erzähle ich Ihnen ein bisschen was über Adrian. Er ist Linked Data Spezialist und er ist Vorsitzender der Jury der DINACON Awards. Außerdem ist er Mitgründer und Geschäftsleiter des IT-Unternehmens Zazuco und Dozent an der Berner Fachhochschule. Gut, Adrian, cool, dass du da bist. Danke, dass du mich hilfst dabei, die Awards zu vergeben. Kannst du mir erzählen, wer da in der Jury sitzt? Natürlich. Wer entscheidet, wer hier gewinnt? Ich glaube, wir haben einige von der Jury da. Ich will kurz schauen. Wir haben einmal Corsin Carmichael. Der scheint nicht hier zu sein heute. Helmut Broda habe ich gesehen, der sitzt dort drüben. Vom Broda Consulting, sehr, sehr, sehr lange im Bereich Unix und Open Source Software, denke ich. Und immer wertvoll. Wir haben Matthias Günther, der ist noch gerade nicht da, der war da heute Nachmittag, kommt dann noch. Genau. Auch ein Urgestein von der CH Open Szene. Wir haben Robert Riebnitz, den habe ich gesehen, da genau. Von Wilhelm Tux. Wir haben Brigitte Hulliger, der bin ich heute noch nicht begegnet. Die ist wahrscheinlich folglich nicht da. Wir haben Lukas Bickel, der müsste da sein, dort hinten ist er, genau, den habe ich gesehen. Wir haben Nico Schotelius. Wir haben Gian Maria Daffre von der Free Software Foundation. Wir haben Felix Kronlage, das ist unsere Vertretung aus Deutschland, dazu dann später noch mehr. Wir haben Reto Gantenbein. Und wir haben Michael Stolz. Voilà, also wir haben eine Jury aus der ganzen Open-Source-Szene, wir haben unterschiedlichste Kompetenzen dort und wir verbringen dann jeweils die Auswahl bei einem guten Essen, wo wir uns die Köpfe einschlagen, bis wir sicher sind, wer die Gewinner sind. Ah ja, okay. Und dann hat das so funktioniert, ihr habt einen Call für Award-Nominees gemacht vor ein paar Monaten und dann habt ihr euch getroffen. Und ihr habt eine Auswahl getroffen. Genau. Ihr habt aber recht viele Nominationen bekommen und habt dann eine Auswahl ausgesucht, mal für die Nomination. Wer ist da dabei und worauf habt ihr da Wert gelegt? Genau, also bei den Nominationen ist eigentlich das Ganze relativ einfach. Alle können Eingaben machen. Ich möchte Sie auch motivieren, für die nächsten Awards nächstes Jahr selber auch Eingaben zu machen. Das muss nicht zwingend das Projekt selber sein. Das können auch Leute sein, die ein Projekt sehr cool finden. Das heißt, jeder und jede darf eigentlich eine Eingabe machen. Wir sind relativ offen. Wir werden es gleich bei den Awards sehen. Es gibt breite Kategorien, sprich alles, was irgendwie mit digitaler Nachhaltigkeit zu tun hat, ist eigentlich ein potenzieller Kandidat als Projekt und oder als Person. Und in diesem Jahr hatten wir 16 Eingaben. Ich möchte die kurz durchgehen, die Projekte, die da sind, können kurz aufstehen, wir würden dann das Mikrofon geben, dann kann jemand kurz etwas zum Projekt sagen. Falls niemand da ist, würde ich es machen. Und wir fangen gleich an mit dem Home Assistant Projekt und da ist leider aus geschäftlichen Gründen die verantwortliche Person 1500 Kilometer im Norden im Moment. Aber er hat mir ein WAV-File geschickt, das ich schnell abspielen würde. Home Assistant ist ein
Open Source Projekt, das ist in Python geschrieben und ermöglicht Automatisieren zu Hause. Wir fokussieren uns stark auf den Schutz der Privatsphäre, das heißt, wenn immer möglich, arbeiten wir ohne Cloud und Datenaustausch mit Dritten. Wir bieten eine breite Unterstützung für Geräte, die im Markt verfügbar sind, jedoch haben auch Bastler und Maker diverse Möglichkeiten, ihre selbstgebauten IoT-Geräte einzubinden. Unter den fast 1200 Integrationen gibt es auch solche, die Webdienste nutzen, sodass Börseninformationen oder die Abfahrtszeit des nächsten Zuges angezeigt werden kann. Die Schnittstellen zu den Geräten sind aber nur die eine Seite. Das Herzstück von Home Assistant ist die Funktionalität, die es beispielsweise erlaubt, auf das Sinken der Temperatur mit dem Einschalten der Heizung zu reagieren. Natürlich unter Berücksichtigung von optionalen Bedingungen, denn niemand will ja die Heizung einschalten, wenn das Haus leer ist. Um Home Assistant auch für weniger computeraffine Menschen zugänglich zu machen, haben wir ein Abbild, das auf dem Raspberry Pi installiert werden kann. Dieses wird Has.io genannt und dort drin stecken sehr viele Arbeitsstunden aus dem Berner Oberland. Auch jetzt, nach mehr als einem Jahr seit der Einführung, wird dafür die meiste Leistung in der Schweiz gebracht. Das Home-Automatisierungsökosystem ist leider durch eine Vielzahl von Insellösungen und vollmundigen Versprechungen geprägt. Hersteller verschwinden und die Kunden haben plötzlich Geräte, welche sie nicht mehr nutzen können, da der Cloud-Dienst weg ist. Und es ist ein großes Anliegen, dass diese Geräte weiter eingesetzt werden können und nicht weggeworfen werden müssen. Sehr schön. Das war etwas länger, aber ausführlich. Ja. Genau. Cool. Gut, das nächste Projekt ist das Public Domain Projekt. Haben wir da jemanden da? Sehr schön. Ja. Das Public Domain Projekt ist entstanden aus einem Zusammenkommen der Idee des Wikimedia Commons Server, wo man sich gesagt hat, es ist eigentlich vernünftig, wenn wir Bilddateien oder Tondateien nur einmal speichern, auch wenn sie in 250 Sprachversionen der Wikipedia referenziert werden. Und auf der anderen Seite gab es ein paar junge Wikipedianer, den Karl Fliesch und den Christoph Zimmermann und den Philipp Perro, die über eine große Kollektion von Shellac-Platten, die sie privat gesammelt haben, verfügten. Und so ist die Idee aufgekommen, dass die rund an die 100.000 Shellac-Platten sukzessive digitalisiert werden könnten und, soweit sie in der Public Domain sind, auf den Wikimedia Commons Server gestellt werden sollten. Shellac-Platten eignen sich darum ein bisschen besser als andere Platten, weil man ungefähr 1960 aufgehört hat, Shellac-Platten zu machen und darum ein relativ hoher Prozentsatz der Musik, die auf diesen Platten vorhanden ist, also wir haben Platten von 1900 bis 1950, schon heute in der Public Domain ist nach den bestehenden Gesetzen. Das Projekt ist eine Weile lang ein bisschen langsam vor sich hin gedümpelt und ist dann in eine Stiftung verwandelt worden und wir haben jetzt erst seit kurzem angefangen, systematisch einmal alle Plattenlabels zu fotografieren, damit wir ein Inventar haben, was wir überhaupt haben und hoffen im Lauf der nächsten 2-10 Jahre dann auch alle Platten digitalisiert zu haben und der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt zu haben. Mit digitaler Nachhaltigkeit weiß ich nicht so genau, was das bedeuten soll, aber unser Beitrag ist, dass wir hoffen, dass die Musik früherer Generationen bei den zukünftigen Generationen nachhallt. Cool. Sehr schön. Sehr schön. Vielen Dank. Vielen Dank. Nur ganz kurz, also wenn jemand nicht weiß, was digitale Nachhaltigkeit ist, auf Wikipedia gibt es einen Artikel dazu. Danke. Das nächste Projekt wäre die Open Data Transport API. Ich glaube, das war Oleg, oder nicht? Ist Oleg da? Ah, da ist er. Kannst du was sagen, kurz zum Projekt? Dein Projekt.
Sorry. Your nomination. Transport API. Transport API. Ja, wer kennt es noch nicht hier? Transport Data. Tatsächlich. Es ist wirklich zu glauben, nach all den Jahren, es hat immer noch Leute, die das noch nicht genutzt haben. Wahrscheinlich, ohne das zu wissen, haben sie schon diese API genutzt. Das ist ein Projekt, das der schweizerische Open Data Bewegung definiert hat, in dem das ganz viele Entwickler der Weg zur Nutzung von öffentlichen Verkehrsdaten vereinfacht. Ganz einfach, es ist eine Schnittstelle, die erlaubt, einen Zugang zu haben zu Fahrplänen, zu Stationen, zu sämtlichen Informationen, die ein Entwickler für eine App würde interessieren, wo irgendwelche Bezug hat zu ÖV, und zwar nach einer einfacheren und direkteren Form. Das war wirklich ein aktivistisches Projekt, der hat zu sehr vielen Herausforderungen gebracht und hat sich terminiert lebt weiter in einer Zusammenarbeit zwischen der Open Data Community in der Schweiz, die Firma search.ch, die heute die Plattform betreibt, wo sehr viele Tausende von Anfragen jeden Tag kommen, und unser Partner von der Verkehrsbetrieben, die in der Open Transport Data Portal noch weitere und noch spannendere Datensätze öffentlich zur Verfügung stellen. Das ist in Kurzem dem Projekt. Merci vielmals. Super, vielen Dank. Vielen Dank. Das nächste Projekt ist im Prinzip eine Open-Source-Version von Office 365, das ist Collabora Online. Wir waren uns bis heute nicht einig, ob wir jetzt Collabora oder Collabora sagen. Fragen wir mal die zuständige Person. So, ganz klar. Mein Deutsch ist schrecklich. You can do it in English. So, auf Englisch. Collabora Online, Google Docs, let's say. But that you own. You control in your data center. And we're investing a fortune in bringing LibreOffice into your web browser so you can control your data and not give it to a monstrous artificial intelligence that you may not be able to understand your documents, but they will, and they're after you. So, you know, wouldn't it be nice to control and own your own data and still collaborate and, you know, enjoy creating beautiful things with other people? So we make that possible. As Collabora, and we also sell support and services to fill the gap between scared people and enterprises wanting to deploy free software Office solutions. So that's Collabora. Great. So it's Collabora. Collabora. I say. Whatever. Can you quickly give the microphone to Nicola as well? He will say a few words about the Swiss context. Ja, also ich selber brauche LibreOffice schon seit Jahr und Tag. Früher sogar mal noch OpenOffice. Und in den letzten rund 6-7 Jahren haben wir in der Schweiz doch eine sehr schöne Verbreitung von LibreOffice gesehen. Wir haben zum Beispiel das Bundesgericht, wo sämtliche Fälle, die am Bundesgericht behandelt werden, mit LibreOffice verwalten und pflegen. Und wir dürfen jetzt auch hier in der Stadt Bern ein schönes, grosses Projekt machen, wo LibreOffice zum Einsatz kommt, wo wir die Schulen der Stadt Bern dürfen ausrüsten mit LibreOffice auf iPads. Und das gibt sehr viel Engineering-Arbeit, LibreOffice auf das iPad bringen. Und da hat auch das Team und die Crew von Michael Meeks grosse Unterstützung gebracht und hat wirklich sorte Momente dafür, dass wir auch das LibreOffice auf exotischen Gerät wie ein iPad einsetzen können. Und insofern sehen wir da überall Pflänzchen sprießen, und das ist sicher auch dank der massiven Unterstützung eben vom Team von der Collabora erst möglich geworden, weil sie tragen über 50% vom Code von LibreOffice bei und machen da sehr grosse Unterschiede in der Community. Also von dem her sind wir uns da sehr dankbar und schön, dass der Michael in die Schweiz kommen. Super, merci vielmals. Dann haben wir jemanden da von AlexDHub. Ah, sehr schön. Schön. So, mein Name ist Livio Brunner. AlexDHub war mein Abschlussprojekt für meine IPA, also für meine Lehre als Informatiker. Und was AlexDHub genau ist, muss ich ein bisschen ausholen.
denn es basiert auf der LXD-Technologie bzw. LXC. Und zwar, ich arbeite bei der Roche Diagnostics International AG in Zug, Rotkreuz. Und wir haben natürlich Hardware. Und für diese Hardware, um die anzusteuern, haben wir ein eigenes Betriebssystem entwickelt. Beziehungsweise wir haben das Debian Linux-System genommen und haben das ein bisschen abgeändert. Das Problem ist dabei, wie kann ich das genau programmieren? Denn man müsste dazu immer die Hardware neben sich haben und kann es nicht auf seinem eigenen PC ausprobieren. Aus diesem Grund wollten wir das Ganze virtualisieren. Dazu kam dann die LXC-Technologie, das ist die Linux-Container-Technologie. Diese erlaubt es uns, auf unseren eigenen Rechner dieses Betriebssystem weiterzuentwickeln. Diese Images, also diese Betriebssysteme, kann man dann auf einen sogenannten Remote, LXD-Remote, hochladen und dann können es andere Entwickler wieder für sich herunterladen, was sehr, sehr praktisch ist. Das Problem bei uns bei der Roche ist, die Manager sind nicht so gut mit der Kommandozeile. Die wollen lieber etwas Visuelles haben. Aus diesem Grund habe ich dann dieses LXD Hub entwickelt, welches einfach diese verschiedenen Betriebssysteme visualisiert und wie das eine Anleitung gibt, wie man dann dies genau herunterlädt. Gut, vielen Dank. Danke. Übrigens so als Side Note, Linux Container, ein wichtiger Kernteil von Linux Container ist von einem Schweizer, weißt du den Namen noch? Ich habe ihn vergessen. In den alten Open Source Awards findet man noch die Verleihung. Das war ein damals noch Teenager, der maßgeblich an dem rumprogrammiert hat. Den haben wir vor Jahren mal einen Preis gegeben. Ich glaube, der ist jetzt irgendwo in Nordamerika am Arbeiten. Und also, was wir da vor x Jahren präsentiert haben, ist heute in jedem Docker-Container und so Teil des Konzepts. Sehr nachhaltig von daher. Genau, SpyPy, das nächste Projekt. Ich bin nicht sicher, ob jetzt da eine Vertretung da ist oder nicht. Wahrscheinlich nicht, das musste leider kurzfristig abgesagt werden. Da gab es zuerst noch einen Workshop. SpyPy ist eine Hackerbox, eine didaktische Hackerbox auf Raspberry Pi Basis. Und damit kann man quasi Hacker spielen. Man kann beginnen, die in Anführungszeichen böse Seite zu sein, eben didaktisch, damit man wirklich auch sieht, wie man sich dann dagegen verteidigen kann. Ich komme etwas aus der Szene, es ist ein sehr spannendes Projekt, schade hat es dann nicht geklappt mit der Präsentation, vielleicht schaffen wir es dann nächstes Jahr. Dann die nächste Nominierung, André Gollier, den habe ich gesehen. Ja, der ist irgendwo da. Genau, und zwar wurde André Gollier nominiert für seine Arbeit mit Open Data und André, vielleicht sagst du uns etwas, was du vor vielen Jahren denn für Ideen hattest. Okay, vielen Dank. Eigentlich bin ich ja, glaube ich, nominiert eben für den Verein opendata.ch und dem muss ich, glaube ich, nicht wirklich vorstellen. Es gibt uns seit 8 Jahren, wir sind sehr aktiv auf verschiedensten Ebenen und in verschiedensten Bereichen. Wir machen unter anderem politisches Lobbying, wir machen Konferenzen, nicht ganz so schön und professionell wie hier, oder? Aber doch immerhin. Und wir machen Hackdays. Wir waren die Ersten, die Hackdays gemacht haben in der Schweiz, behaupte ich. Und ich ergreife die Gelegenheit, hier die nächsten Hackday-Daten durchzugeben. Oder? Das scheint mir sinnvoller zu sein, als über meine Biografie zu sprechen. Nämlich nächste Woche, 26. bis 28. Oktober im Landesmuseum Open Glam Hackday. Dann ein ganz neues Thema, Mehrsprachigkeit, oder? Vom 23. bis 24. November an der EPFL in Lausanne und die Energy Data Hack Days im Aargau in Bruck am 17. und 18. Februar 2019. Bitte eintragen in eure Agenten und anmelden. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Vielen Dank. André, ich nehme an, die Daten findet man auch auf opendata.ch, falls, ja, super, falls das jemandem zu schnell ging. So. Super. Sehr schön. Dann das nächste Projekt ist Sustainability Chain. Sehr schön. Danke vielmals. Also wir arbeiten mit der Sustainability Chain. Das ist eine Blockchain. Und ich nehme an, wo der Matthias die Bewerbung bekommen hat, ist jetzt erstmal das Herz in die Hose gefallen. Blockchain und digitale Nachhaltigkeit? Nein. Nicht wirklich, oder? Was kommt euch in den Sinn, wenn der Blockchain gehört? Strom.
Strom, gerade das erste Rolle. Und das zweite vielleicht noch, wo wir dagegen kämpfen? Kein Use Case. Okay. Wir haben einen vorgestellt, aber das nebenbei. Nein, das andere wäre Drogengelder. Oder? Und wo wir vor einem Jahr mit grossen Naturschutzorganisationen arbeiten, haben wir mindestens versprochen, eines von diesen zwei Problemen zu lösen, den Strom. Und haben wegen dem die Sustainability Chain gemacht. Die Sustainability Chain hat einen anderen Konsensusmechanismus, eine andere Form. Man muss die Blöcke dort abschließen und dementsprechend braucht sie sehr viel weniger Energie. Hat auch Nachteile, es braucht Authorities. Und wenn Blockchains Authorities gehören, dann sagen sie, ja, das ist ein wollen wir nicht. Aber eben, man muss einen Trade-off machen für Naturschutzorganisationen, wo die Authorities sind, ist der Trade-off klar. Wir wollen eine Sustainability Chain für unsere Arbeit. Die haben wir gemacht und ich hoffe, wir haben eine Chance. Super. Merci vielmals. Dann haben wir JSX, die Open Chat. Haben wir da jemanden da? Also es ist nicht ganz nachhaltig, wenn ich jetzt hier sprechen muss, wegen meiner Stimme. Aber ich versuche es trotzdem. Also unsere hauptsächlichen Gründe waren, war ja, wenn wir nachhaltig mit unseren Daten umgehen wollen, mit unseren privaten Daten, dann müssen wir das auch unter Kontrolle haben. Also von daher unterstütze ich sehr, eben was da bei, hoffentlich kann ich es jetzt noch, Collabora, gesagt wurde und eben was da etliche der anderen Projekte auch machen, dass wir wieder stärker die Daten bei uns selbst behalten können. Wir machen das ein bisschen anders, nämlich dass es nicht um die Daten at rest geht, also die Daten, die wir speichern, sondern die Daten, mit denen wir kommunizieren. Dass wir nämlich die Möglichkeit haben, analog zu eben vielen anderen Systemen, wer kennt E-Mail? Niemand. Okay, also E-Mail war das erste föderierte System, jeder kann seinen eigenen Server aufsetzen, hat die Kontrolle über den Server, wenn innerhalb des Servers E-Mails verschickt werden, interessiert das kein Schwein. Aber ich kann trotzdem mit allen anderen E-Mail-Servern kommunizieren. Also ich habe die Vorteile eines globalen Systems und die Vorteile einer lokalen Installation. Das Gleiche wollen wir machen, da gibt es den XMPP-Jabber-Standard, der aus den 90er Jahren kommt, der das Gleiche eben halt für Chat macht, dass eben lokale Systeme miteinander kommunizieren können. Das Problem ist aber, die klassischen, also die bekannten Silos wie WhatsApp, bei Google Hangouts und so weiter, die haben einfach eben einen Vorteil, weil sie halt eben die Marktmacht haben können, ohne dass der einzelne Nutzer etwas installieren muss. Wir versuchen das hier eben auch möglichst einfach zu machen und eben die Möglichkeit als JavaScript-Chat in der Webanwendung, in eine bestehende Webanwendung integriert zu werden. Also die tiefste Integration haben wir in Nextcloud, wo sehr viele Informationen zwischen dem Chat-Applikation und der Nextcloud hin und her fließen. Aber wir haben auch Integrationen in Webmail-Clients, wo dann rechts oder links neben der E-Mail-Adresse halt auch noch ein Präsenzstatus-Bullet auftaucht, über den man halt dann direkt mit der Person chatten und Audio-Video-Chat oder Text-Chat machen kann. Also die Idee ist, wieder selbst die Kontrolle über die Kommunikation zu bekommen, die möglichst einfach zu machen, die möglichst stark zu integrieren in bestehende Geschäftsprozesse als Bibliothek und als Anwendung und somit eben wieder die Kontrolle über den eigenen Chat zu bekommen. Danke. Vielen Dank. Vielen Dank. Das nächste Projekt ist FAS, Free Upgrade for a Digitally Sustainable School. Soviel ich weiß, ist da niemand da. In diesem Projekt geht es im Prinzip darum, eine Debian-Linux-basierte Komplettlösung anzubieten für Schulen. Die ist in Norditalien entstanden und wird dort auf Schulmaschinen verwendet, mit dem Ziel, dass die Schülerinnen und Schüler eben keine proprietären Anforderungen haben, die Geld kosten. Auch ein sehr schönes Projekt. Dann haben wir Lagoon. Ist jemand da? Ja. Hallo zusammen. Mein Name ist Bastian Wittmer. Ich bin einer der System Engineers bei Maze.io und unser Open Source Projekt ist Lagoon. Kurze Frage: Wer alles hat eine Webseite, die auf Open Source basiert? Okay. Wer hat kompletten
Einfluss auf den ganzen Hosting-Stack? Oder ist da irgendwo was Proprietäres zwischendrin? Okay, eine Hand, zwei, drei, okay, nicht so viele Hände. Unser Ziel ist es, mit Lagoon eigentlich ein Hosting-System anzubieten, das komplett auf Kubernetes und OpenShift aufbaut und es halt ermöglicht, alle Teile als Custom in Containern verwalten zu können. Also wenn man etwas anderes als zum Beispiel eine Drupal-Seite hosten will, dann kann man das und wir haben eigentlich ein System gebaut, das komplett Open Source das anbietet, damit man einfach sagen kann, ja, ich mache jetzt einen Pull-Request auf und dann startet es ein ganzes Environment, wo man halt dann nur den Pull-Request-Code drin hat. Unsere Idee, das Ganze zu open-sourcen, kam etwa vor anderthalb Jahren auf und wir haben das dann auch durchgezogen. Und das hat durch die Hosterwelt relativ kleine Wellen geschlagen zuerst. Aber als wir dann Projekte wie das australische Government gewonnen haben, weil wir wirklich halt nachhaltig auf Open-Source setzen, uns ja auch den ganzen Code auditen können, war das für uns ein Zeichen, dass wir da auf dem richtigen Weg sind und halt auch anderen zeigen können, dass unser System einen Mehrwert bietet, auch wenn man öffentliches Geld verwendet, dass das halt wieder zurück in ein Open-Source-Projekt fließt. Sehr cool. Vielen Dank. Vielen Dank. So, und jetzt mein Lieblingsprojekt, weil ich habe nämlich zuerst gemeint, das sei eine Spam-Eingabe gewesen. Genau, da waren so viele Hashtags drin. Ach so, das und war, deshalb ja. Freue ich mich auf die Erklärung. Ich bin Markus Koller, ich bin von der Starfrosch Hot 111. Die Hot 111 sind Charts, Musikcharts, freie Musikcharts, die einzigen, die ich kenne. Sie sind open, man sagt auch No Copyright Sounds oder Free Music. Jeden Montag aggregiert unser Bot von den wichtigsten Creative Commons Plattformen, Jamendo, Soundcloud, Free Music, Archive, was haben wir noch? Wir haben noch Soundcloud. Etwa 30'000 Tracks. Bewertet je nach Popularität mit Daten von YouTube, Last.fm, Facebook, ja, leider auch. und macht Charts daraus und sortiert nach den populärsten Tracks. Am Schluss bleiben etwa 1'000 übrig, sortiert nach Genre und Subgenre. Und im Gesamten sind im Moment etwa 7'000 Artists vertreten mit 30'000 Tracks. Alle Tracks können frei weiterverwendet werden. Man kann sie für YouTube brauchen, wenn man kreditet. Man kann sie remixen, man kann sie monetarisieren. Ja, die sind alle zusammen frei. Und ich möchte mich hier, also wenn irgendjemand von den Künstlern da wäre oder sollte es mitbekommen, mal bedanken für all die Masse an Musik, die da jede Woche zusammenkommt und die weiterverwendet werden kann und in diesem Sinne eben nachhaltig ist. Merci vielmals. Sehr cool. Vielen Dank. Merci. Dann tun wir uns einen Mix zusammenstellen für die nächste DINACON, würde ich sagen. Gute Idee. Ja. Das nächste Projekt ist Open Key oder Open Kai, ich bin nicht ganz sicher, aus Zürich. Du musst zuerst sagen, wie es heißt, wenn es betont. Genau, nochmal anders. Openki heißt es. Ah, okay. Das ist ukrainisch. Okay, auf die also Idee komme ich jetzt nicht. KI und mit Open schon. Okay. Ja, Openki ist ein Projekt, wo einerseits eine Community ist oder eine Idee. Die Idee ist, eine Peer-to-Peer-Schule aufzubauen. Das ist sehr ein sehr langfristiges Projekt. Die Idee, dass wir alle von allen lernen können. Und die Umsetzung ist eine Plattform. Das haben wir vor 5 Jahren angefangen. Und auf dieser Plattform, die ist jetzt seit dem Dezember öffentlich. Und momentan finden etwa 3 Kurse pro Woche statt. Und funktioniert so, dass eigentlich jede Person kann irgendetwas vorschlagen, was sie oder er will lernen. Also ich sage, ich will Schweißen lernen. Und dann gibt es verschiedene Rollen, wo man kann sagen, ich will das auch lernen, ich kann das unterrichten, ich will das hosten, das können wir bei mir machen, den Yoga-Kurs. So, also so eine dezentrale Schule. Ja, das ist Openki. Cool. Ja. Cool, vielen Dank. Darf ich kurz fragen, bis jetzt nur in Zürich oder auch in Bern, Basel etc.? Also, in Zürich ist jetzt schon mit Community. Mhm. In Bern braucht es Denki, die Autonome Schule Bern. Mehr für Kurse, die eh schon stattfinden, da gibt es noch nicht so eine Community.
Und schön wäre eine dezentrale Plattform auf verschiedenen Servern. Und momentan ist es ein Server, wo wir einfach Regionen aufschalten von Leuten, die aus verschiedenen Orten Interesse haben. Und es hat jetzt ein paar Städte in Europa hauptsächlich, die anfangen, das zu nutzen. Genau. Sehr cool. Und es ist freie Software. Sehr gut. Vielen Dank. Merci. Das nächste Projekt wäre Metas Fresh. Haben wir da jemanden da? Dann mache ich es kurz. Das ist ein Open Source ERP, Enterprise Resource Planning System. Auch ein Stück Open Source Software, das es schon mehrere Jahre gibt und im Business ziemlich verbreitet ist. Dann haben wir ein weiteres Chat-Projekt, das war Delta Chat. Auch niemand da. Delta Chat, der Unterschied zu JS6E war, dass es auf. Das war das E-Mail-basierte, oder? Nicht, dass ich es verwechsle. Ihr wart XMPP, Delta Chat, genau. Also genau, dann war das auf E-Mail basiert. Wir haben das wirklich ausprobiert in der Jury, da konnten wir uns über das Handy Chat-Messages schicken, aber im Hintergrund wird es einfach über E-Mail abgehandelt. War, also man muss keine Telefonnummer angeben? Man braucht keine Telefonnummer, okay. Man braucht keine neue Infrastruktur. Ja. Es sieht wie eine Chat-Applikation aus, es fühlt sich sehr WhatsApp-ähnlich an, aber es läuft im Hintergrund ganz normal über E-Mails. Und wer keinen Chat-Client kann, kann auch einfach auf die E-Mail antworten, das kommt dann auch durch. Mhm. Wir haben es also in der Jury probiert, hat funktioniert. Sehr schön, und das letzte Projekt ist Open Insurance. Haben wir da jemanden da? Ja. Vielen Dank für die Nominierung. Warum? Open Insurance ist aktuell, hat aktuell den Ideenstatus. Ich selber bin Markus Tiede von der Basler Versicherung aus Basel. Und ich und ein Kollege pushen seit einiger Zeit das Thema Open Source bei der Basler. Wir haben einen GitHub-Account, auf dem liegen mittlerweile 50 Projekte verschiedenster Art, seien es Plugins für andere Systeme, die wir nutzen, zum Beispiel Atlassian, JRocket Chat-Implementierung, REST-Clients. Und wir glauben, dass diese Idee aber zu kurz gegriffen ist. Das sagt, dass wir sagen, unter dem Label einer einzigen Versicherung produzieren wir quelloffene Software. Und dann hatten wir die Idee, wir verbreitern das Ganze. Dabei ist die Idee von OpenPrevo entstanden. OpenPrevo ist ein Joint Venture aktuell von, oder ein Pilotprojekt eines Joint Ventures zwischen der Helvetia, der Basler Versicherung der Züricher, ein quelloffenes System zu schreiben für die Verwaltung der Versicherungsverträge in der zweiten Säule oder noch weiter gesehen aller Vorsorgeverträge in der Schweiz. Und wir haben auch gedacht, diese Begrifflichkeit als Wording, als Framing reicht noch nicht aus. Eigentlich müssten wir, die Versicherungsbranche macht schon seit 50, seit 60 Jahren Software, eine der ersten, die damit begonnen haben. Sie haben aber noch nicht initial angefangen, irgendwie weiterzugeben, zu teilen und in die Richtung zu denken. Und von daher hat aktuell das Projekt wirklich den Status Idee. Wir wollen diesen Begriff prägen, Open Insurance. Wir verwenden ihn seit ungefähr April, würde ich sagen. Das erste Mal im Netz geschrieben habe ich so im Juni. Und spannenderweise im August wurde der erste Trademark in Abu Dhabi darauf angemeldet. Nicht genau auf Open Insurance. Aber der Begriff ist einfach noch nicht geprägt und wir würden ihn ganz gerne eben neutral prägen. Das ist unsere Idee bei Open Insurance. Und dahinter sind eben noch andere Projekte angesiedelt, die von der Basler ausgehen oder die schon Joint Ventures von der Basler zu anderen Versicherungen ausgehen. Okay, super. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, das war ein schöner Abschluss. Ist insofern auch interessant, als ich gestern mit einem Kunden auch aus der Versicherungsbranche gesprochen habe und sie meinten, wir wollen bei uns lokal Wikidata intern auch verwenden. Also man sieht wirklich, dass diese Projekte, die wir heute auch gesehen haben, immer mehr in die Industrie reinkommen. Und ich finde es sehr schön, wenn die Industrie jetzt von sich auch sagt, warum beginnen wir nicht zusammen Software zu entwickeln. Ich denke, das ist für alle sehr, sehr interessant. Gut. Sehr gut. Ja, du hast jetzt mir 16 verschiedene Projekte vorgestellt, die alle sehr unterschiedlich sind. Also ich habe mir kurz Notizen gemacht, es geht über die Digitalisierung von Musik, es geht über Chats, es geht über Betriebssysteme für Manager visualisieren, es geht um Open Data Hack Days, es geht um ganz viele unterschiedliche Themen. Wie habt ihr da Kategorien gebildet? Genau. Wie konntet ihr das zusammenfassen? Das ist eine gute Frage. Das ist immer die erste Frage, die Jury dann klären muss.
Wir setzen uns zusammen, wir schauen die Eingaben an, wir versuchen zu schauen, was haben wir für Projekte, wie sind die ausgeprägt. Vielleicht zu den Kriterien. Wir bevorzugen prinzipiell Projekte, die sich bereits etwas etabliert haben. Ab und zu wagen wir es dann auch wieder, Projekte auszuzeichnen, die in einem sehr frühen Stadium sind. Beispielsweise letztes Jahr das Internet of Things Network, das LoRaWAN-basierte Network, wo man dann nicht weiß, ob es was wird oder nicht. Dort sieht man jetzt, das verbreitet sich extrem. Aber grundsätzlich schauen wir halt an, wie weit sind die Projekte, was haben die für einen Einfluss, was würde es bedeuten, wenn es dieses Projekt nicht mehr gibt. Und dann versuchen wir das zu kategorisieren. Wir haben keine festen Kategorien mehr seit einiger Zeit. Und in diesem Jahr sind wir auf 5 Awards gekommen. Wir haben den klassischen Open Source Award, den wir eigentlich immer verleiht haben bis letztes Jahr, wo wir es dann geöffnet haben. Und dann haben wir einen Open Data Open Knowledge Award. Wir haben einige Projekte aus dem Umfeld gehört. Wir haben einen Open Education Award in diesem Jahr, einen Open Internet Award, den wir letztes Jahr auch schon hatten. Und wir haben einen Spezialpreis. Okay, alright. Und das wird jetzt so laufen, du wirst mir dann nachher revealen, wer der oder die Gewinnerin ist. Und wenn er oder sie, die Vertretung hier ist, dann bitten wir die Vertretung doch bitte auf die Bühne zu kommen für noch ein paar Worte und ein Siegerfoto. Genau. Wenn das in Ordnung, du fragst vielleicht dann auch nochmal. Genau, man ich kann werde sich dann bedanken, kurz sagen, dann, warum. Ja, genau. Und vielleicht noch eine Frage stellen. Ja, und dann können die Gewinner, Gewinnerinnen dann auch die Mama grüßen zu Hause oder was auch immer. Super. Cool, also gut, dann sag mir doch mal in der ersten Kategorie Open Source Classic. Genau, and the winner is... Collabora. Yay. Congratulations. Come, yes, please stand here. Thank you. So for Collabora, this is actually a project we actually discussed many years already. We had related projects, LibreOffice projects, and the jury said that the amount of work in this project is really mind-blowing. It's one of the oldest open source projects with a really large code base in the end. You might remember StarOffice. I used OS 2, so I'm an old StarOffice user. Then we had OpenOffice, then LibreOffice, and now also your cloud software. And the jury wanted also to say thanks to your company as well, because as Nicola mentioned, a lot of developers from this project are actually hired by your company, and you make sure that the community moves forward there. Okay, and now, don't be afraid. Well, let's see if it works. Congratulations. Wait a second. So, for you, there is one special thing. There is a collaboration with the Digital Economy Award in Switzerland, and we will hear a few words about that. And as the open source software winner, you will be automatically be nominated for this event there. Christian, microphone, yeah. I do it in German. Guten Abend miteinander, herzlich willkommen auch in meinem Namen. Wie gesagt, ich bin Christian Hunziker, ich bin der Geschäftsführer von der Swiss ICT. Denke, hoffentlich bekannter Verein, Verband da in der Schweiz. Wir sind zumindest der grösste mit fast 2800 Mitgliedern, wo wir Einzelpersonen, Firmen haben, sowohl Anwender wie Anbieter. Viele von euch haben vielleicht schon mal in der vergangenen Jahr vom Swiss ICT Award gehört, den gibt es schon seit 2004. Wir haben gesagt, wir müssen das weiterentwickeln, haben gleichzeitig gesagt, wir haben zusammenarbeiten mit Best of Swiss Web, ich denke, ein anderer bekannter Begriff, ein Brand da in der Schweiz. Die haben den Digital Transformation Award in den letzten Jahren vergeben. Und wir haben festgestellt, dass wir eigentlich die gleichen Firmen mit der gleichen Idee auszeichnen wollen. Und es ist unsinnig, zu viele Awards zu machen, sondern lieber fokussieren und zusammenarbeiten. Deshalb haben wir gesagt, wir machen eine neue Version. Die nennt sich jetzt eben nicht mehr Swiss ICT Award oder Digital Transformation. Das ist eben die Digital Economy Award. Der wird am 21. November in Zürich im Hallenstadion wieder vergeben werden. Das ist eine grosse Veranstaltung. Die Möglichkeit auch selber vor Ort sein natürlich. Wie ist die Zusammenarbeit zwischen Digital Economy Award und der DINACON?
die es wissen, bei uns, wir haben über ein Dutzend Fachgruppen, aktive Fachgruppen zum Thema wie Lean, Agile und Scrum, Sourcing in Cloud, User Experience und so weiter. Und das Thema Open Source ist uns ebenfalls sehr, sehr wichtig, aber wir wollten eben nicht, wollen, auch schon in der Vergangenheit, nicht nur konkurrenzieren, sondern zusammenarbeiten mit CH Open. Wir haben es vorher schon gesagt, wir müssen nicht immer konkurrenzieren, wir müssen zusammenarbeiten. Die Idee leben wir auch zwischen unseren Verbänden. Und deshalb haben wir gesagt, dass dort, wo bei uns Fachgruppen eine Vorselektion gemacht haben, eben wie bei User Experience oder Lean Agile Scrum und so weiter, und ihre Preisträger oder ihre Finalisten definiert haben, wenn wir das Gleiche machen mit dem Thema eben auch Open Source. Und deshalb haben wir gesagt, der Preis gewinnt, Open Source Classic, der ist automatisch bei uns ein Finalist. Ist automatisch damit, dass wir die Chance können, am 21. November in Zürich dann den Highest Digital Quality Award abzuholen innerhalb der Digital Economy Award. So, jetzt habe ich ein bisschen geredet, aber vielleicht für einen oder anderen ein bisschen neu, was wir da machen. Und ich denke, es ist wichtig, dass ihr es kennt und auch wie die Zusammenarbeit ist. Besten Dank und congratulations to you. Hope to see you 21st November as a winner. And all the details we'll share later on. Super, vielen Dank, Christian. Merci. Thank you very much. Okay. Gut. Nächste Kategorie. Nächste Kategorie, Open Data, Open Knowledge. And the winner is... Public Domain Project. Hey. Beim Public Domain Project waren wir beeindruckt, dass, wie du es vorhin erwähnt hast, wirklich junge Leute auf die Idee kommen, überhaupt Shellac-Platten auf die Seite zu stellen und dann sehr viel Zeit und auch Geld in Hardware und Know-how zu investieren, um das Ganze zu digitalisieren. Es ist ein Projekt, das chronisch auch etwas mehr Leute vertragen könnte, und wir hoffen, dass sich Enthusiasten und Enthusiastinnen hier im Publikum vielleicht bei euch melden und mit beitragen könnt. Ihr habt, soviel ich das verstanden habe, im Raum Zürich auch die Hardware, wo ihr das digitalisieren könnt. Und ich bin überzeugt, ihr freut euch, wenn mehrere Mitstreiter mithelfen würden. Danke für den Award zuerst. Und die Beschreibung ist korrekt. Wir haben jetzt, also meine Kleinfirma Enter AG, Softwarefirma, hat die Räumlichkeiten für die Stiftung zur Verfügung gestellt, und da haben wir ein paar Arbeitsplätze. Wir haben dort übrigens im selben Gebäude noch ein Workspace, ähnlich wie hier, wo man also flexibel ausdehnen kann. Bisher haben wir nur einen Workflow, der im kleinen Kreis geht. Man müsste dann einen Distributed Workflow finden, wenn sich viele Mitarbeiter melden würden. Was mich besonders freut, ist, dass wir... Normalerweise kriegt man Preise, wenn man etwas schon fertig hat. Wir stehen jetzt erst sehr am Anfang, und es ist für mich eine große Ermutigung, dass man einen Preis bekommt am Anfang eines Projekts. Und das heißt auch, wir sind nach wie vor nicht nur auf die Spenden von Wikimedia Foundation angewiesen, sondern von weiteren Leuten. Es gibt auch noch eine Methode, wie man uns helfen kann, ohne Geld anzufassen. Momentan plant der Bundesrat, das Urheberrecht dahingehend zu verändern, dass die Interpretenrechte auf Schallplatten von 50 auf 70 Jahre erhöht werden, die Schutzfristen. Das heißt, der Bundesrat will unbedingt pro Jahr den Großfirmen Universal, Sony und Warner 1 Milliarde schenken. Und das heißt aber, dass in den nächsten 20 Jahren kein einzig neue Platte in die Public Domain fallen würde. Das heißt, wir könnten einen beträchtlichen Bestand, den wir haben an Schallplatten, nicht publizieren während 20 Jahren. Das wäre eine Katastrophe, nicht nur ideell, sondern auch finanziell. Und ich möchte darum alle die Parlamentarierinnen, die hier auch mitorganisiert sind, auffordern, diesen Druck der amerikanischen Verwaltung in den Free Trade-Gesprächen mit Trump Widerstand zu leisten und das nicht zu machen. Schließlich möchte ich als Dank unsere Schallplatten, wir haben eine Demo-CD gemacht. Ah ja. Und ah, möchte die gerne den Veranstaltern überreichen. Sehr wir schön, haben nur 10 Stück, aber
für die Veranstalter müsste es gehen. Super, vielen Dank. Wir haben hier noch weitere 7, das heißt, Interessenten dürfen sich gerne eine holen. Also wenn man sich anmeldet, bei euch mitzumachen, dann kann man und, sich nach Hause nehmen. Wenn sich darüber hinaus noch Interessenten finden, kann man sich auch in eine Liste eintragen. Okay, super. Super. Ja. Dann werde ich zwei das... Seiten da. Okay, perfekt. Cool. Sehr gut, vielen Dank. So, super. Vielen Dank. Ja, there you go. Gerade noch Glück gehabt. Vielen Dank. Super, schön. Ja, das Urheberrecht ist immer, wenn Mickey Maus irgendwie gemeinfreien würde, dann kommt Yamis auf die Idee, man könnte es wieder mal verlängern. Also hier hinten auf der CD sind so Lieder so schöne wie Wir fahren mit der SBB und Rufst du mein Vaterland und Schlittschuhläufer, also das hört sich lustig an. Ave Maria ist auch da. Sehr schön, vielen Dank. Gut, wir kommen zum dritten Award. Das wäre Open Education. And the winner is... OpenKey. Yay! OpenKey. Nice. Bravo! Ich wollte gerade sagen, genau. Bei eurem Projekt war die Jury sehr angetan von der Idee, etwas, was wir als Open-Source-Awardler, also Softwareler, eigentlich sehr, sehr dezentral machen im Web, also nicht wirklich vor Ort, sondern halt eben virtuell, dass ihr auf die Idee kamt, sowas in die physikalische Welt zu bringen und dann eben lokale Communities zu bilden und das Ganze auf einer offenen Plattform aufzubauen. Es ist eines der frühen Projekte, das wir quasi auszeichnen auch und wir hoffen sehr, dass ihr damit Erfolg habt. Die Idee hat der Jury sehr gut gefallen. Also das heißt, ich danke. Wollt ihr noch was sagen? Ja, danke vielmals. Das ist mega schön und ich, ja, ich glaube, es tut auch gut, mal nach dem im Kämmerchen hocken auch ein bisschen was zu bekommen. Schön. Und ihr seid sicher froh, wenn einige Leute lokale Chapters bilden oder ja. so ja, und genau. sich auch einbringen. Ja. Also wer Ideen hat, bringt euch ein. Ihr könnt von Fußmassage über, keine Ahnung, Drohnen abschießen, könnt ihr alles unterrichten. Genau. Super. Und es fühlt sich auch an wie ein Anfang, obwohl wir jetzt seit eigentlich mit dem Konzept seit 8 Jahren, mit dem Programmieren seit 5 Jahren dran sind. Und es ist ja, gespannt, wie es weitergeht. Sehr schön. Cool. So, danke. Gut. Hey! Vielen Dank. Matthias, ja, Matthias macht mir zunehmend mehr Angst da. Er bewegt sich auch immer weiter weg. Ich glaube, die Welle 7 wird nachher nicht so Freude an uns haben. Genau, zeitlich sind wir auch halbwegs drin. Wir kommen zum 4. Award. Das wäre in der Kategorie Open Internet. And the winner is Home Assistant. Yay! Aber Home Assistant ist jetzt gar nicht da, oder? Genau, das machen wir jetzt auch virtuell. Ich habe noch eine zweite Audioeinspielung. Ja. Aber zuerst vielleicht kurz, warum hat die Jury... Die geht kurz. Vielleicht, warum hat die Jury das ausgewählt? Sie haben es, glaube ich, in diesen 2 Minuten sehr schön eigentlich gesagt. Das Problem heute, wenn wir IoT-Devices kaufen, ist, dass die praktisch immer, wahrscheinlich in 99% der Fälle, auf eine Cloud connecten, irgendwo im Nirgendwo. Wenn wir Glück haben, läuft die Cloud in 3 Jahren noch. Wenn wir Pech haben, geht das Startup nach 1 Jahr pleite oder wird aufgekauft und Google schließt die Cloud-Services, weil ist ja egal, wir haben ja die Technologie. Und Home Assistant verwendet sehr, sehr viel Zeit darauf, proprietäre, teilweise wirklich absolut mühsame APIs zu integrieren. Da sieht man auch, was Leute nicht begriffen haben beim Programmieren teilweise. Und das quasi für zu Hause fassbar zu machen. Es wurde erwähnt, man kann einen Raspberry Pi nehmen, kann sich das zu Hause aufbauen und bringt da die Lampe von IKEA, die Lampe von Philips mit dem Thermostat vom Nest quasi zusammen am Laufen, ohne dass man eben diese Cloud-Dienste wirklich brauchen will. Und das ist ein wirklich schönes Projekt, das auch einen schönen Schweizer Beitrag hat. Cool.
Und jetzt das Dankensding, das Foto machen wir dann später. Mhm. Das Dankensding kommt hier kurz. Vielen Dank für diesen Award. Es macht uns stolz, eine Auszeichnung für unsere Arbeit zu bekommen und wird uns ermutigen, weitere Unterstützung für Geräte bereitzustellen und vielen Leuten zu ermöglichen, ihr Zuhause zukunftssicher und nachhaltig smart zu machen. Das war übrigens Fabian Affolter, der eben im Berner Oberland da am Programmieren ist. Okay, cool. Vielen Dank. Gut. Zum letzten Award. Genau, und zum letzten Award, das wäre dann der famöse Special Award. And the winner is... André. Yay. Gratulation. Vielleicht kurz, warum hat die Jury André Gollet dafür gewählt? Man sieht in sehr vielen Projekten, ich glaube, das kam jetzt mehrmals wieder zum Ausdruck, oftmals starten diese Projekte, weil eine Person sich in etwas verbeißt und gegen alle Widerstände und gegen alle klappt hier sowieso nicht Rufe, das Ganze nicht aufgibt und daran arbeitet. Und ich denke, für Open Data hat André einen sehr großen Teil dieser Arbeit übernommen. Ich würde jetzt mal behaupten, ich mag mich an ein erstes Meeting, wo wir uns wahrscheinlich auch kennengelernt haben, bei dir erinnern. Wenn du das nicht gemacht hättest, wäre wahrscheinlich Open Data in der Schweiz zumindest nicht dort, wo wir heute sind. Es ist immer noch ein weiter Weg, aber wir sind ein sehr schönes Stück vorwärts gekommen und mit diesem Preis wollten wir dir danken für die Arbeit, die du da geleistet hast, die jetzt natürlich in Open Data CH hoffentlich auch in naher Zukunft ohne dich gut weitergehen kann. Dann. Kann noch was sagen? Vielen Dank für diesen Award. Bin gerührt für diese Auszeichnung. War schon geehrt durch die Nomination. Überrascht, ich wusste von nichts. Ich nehme diesen Award gerne entgegen und zwar eben nicht nur für mich, sondern eigentlich für die Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich opendata.ch aufgebaut habe. Und jetzt mache ich das doch kurz, was damals passiert ist vor 8,5 Jahren, weil es ist ziemlich genau zeitlich zu fixieren, wann das begonnen hat. Ich war an einer Konferenz, einer internationalen Archivarenkonferenz oder Archivarinnenkonferenz in Genf und habe zum ersten Mal etwas über Open Data, und du warst auch dabei, genau, Hartwig, über Open Data, Open Government Data, und da habe ich gedacht, ah, super, oder? Das muss ich jetzt schauen, wer da in der Schweiz da was macht und so, da will ich auch mitmachen, das finde ich cool. Und bin dann, glaube ich, schon auf der Heimfahrt von Genf, habe ich das irgendwie gegoogelt und festgestellt, einfach, also wenn man Open Data Schweiz oder Switzerland eingibt, dann ist einfach Resultat null. Es gab einfach nichts, wirklich nichts. Und dann habe ich zwei Dinge gemacht. Erstens habe ich die Domain opendata.ch bei Switch reserviert. Ich habe dann noch viele weitere Domains reserviert übrigens. Habe sie fast ein bisschen gesammelt, aber aus dieser Domain ist wirklich was geworden. Das wurde dann einfach der Name unseres Vereins. Und dann, muss ich sagen, habe ich Matthias angerufen oder gemailt, glaube ich, oder, und gesagt, du, Open Source ist super, aber jetzt haben wir noch was Neues, das Open Data, müssen wir was machen. Und so hat das eigentlich gestartet. Und da kamen dann einige Leute dazu, und ich erlaube mir einfach ein paar Namen, es doch zu erwähnen, wenn das erlaubt ist. Also das ist ja so üblich, das ist ein Wort. Und zwar also eben Matthias Stürmer kam dazu in diese Gruppe, die dann losgelegt hat mit Open Data. Dann kam Hannes Gassert, den muss ich hier wahrscheinlich nicht vorstellen. Sehr rasch dazu, ihm verdanken wir eigentlich eben diese ersten Hackdays, Make Open Data. Dann Oleg, wo ist er? Oleg, da hinten, genau. Ohne ihn gäbe es diese Hackdays einfach schlicht nicht. Er macht ja immer die technischen Plattformen auch unter anderem und setzt sich auch sehr für School of Data ein, das ist ein anderes Kapitel. Dann kam Christian Laux als Anwalt, den kennen auch die meisten, und hat uns da quasi rechtliche Absicherung gegeben. Andreas Amsler, der ist heute nicht hier, aber der stellt jetzt Open Data mäßig den Kanton Zürich um oder auf den Kopf, wir werden das sehen, oder? Da ist er gelandet, wie man weiß. Dann Barnaby Skinner, kennen wahrscheinlich auch die meisten, einer der ersten Datenjournalisten, Open Data Journalisten.
Dann, ich muss eben hier spicken, Beat Estermann, er hat die Open Glam Community auf die Beine gestellt. Eben, da gibt es nächste Woche einen weiteren Open Glam Hack Day. Und dann sind noch dazugekommen Friedemann Bürgel von etc. Er hat sich um die Finanzen gekümmert. Beim solchen Verein ist das immer die undankbarste Aufgabe. Und zwar immer meine Sorge, also ich bin ja Präsident dieses Vereins, noch bis Ende Jahr, einen Finanzverantwortlichen zu finden. Übrigens, er gibt diesen Job leider ab. Also wenn sich jemand berufen fühlt, der Kassier oder von opendata.ch, ein sehr lukrativer Job, oder ist zu vergeben. Bewerbungen bitte im Moment noch an mich, okay? Dann Niki Böhler noch, unsere Jüngste, weil wir haben wirklich, also das ist wirklich ein Problem, wir haben wenig Frauen, das ist so. Und Niki ist zu uns gestoßen, sie ist die Community Managerin und zukünftige Geschäftsführerin des Vereins und die macht einen super Job. Und last but not least möchte ich noch einen Mann erwähnen, der eine wichtige Rolle für Open Data und Open Government Data in der Schweiz gespielt hat und ich denke auch in Zukunft spielen wird. Und das ist Andreas Kellerhals, kennen die meisten von Ihnen, den ehemaligen Direktor des Bundesarchives. Wegen ihm war ich an dieser Konferenz natürlich. Die hat das Bundesarchiv gehostet damals, 2010. Und er hat sich enorm eingesetzt für Open Government Data. Im Moment ist er noch der Open Government Data Verantwortliche des EDI. Ende Jahr wird er pensioniert und dann wird man sehen, hat er dann schon einen nächsten Job. Oder? Sie können sich etwa vorstellen, was das sein könnte, aber das muss dann noch bestätigt werden von der Mitgliederversammlung. Und ihm gehört wirklich ein spezieller Dank an Andreas Kellerhals. Und dann habe ich, und dich muss ich auch noch erwähnen, eben Linked Open Data natürlich, Adrian. Danke, oder? Okay. Und dann viele, viele, die ich jetzt nicht erwähnt habe, sorry. Ich denke, wir sind eine gute Community und ich bin sehr stolz darauf und es macht mir riesig Freude, da meinen Beitrag geleistet zu haben. Ich weiß nicht, ob es so speziell war, aber eines muss ich dementieren, ich bin weiter dabei, ich bin einfach nicht mehr der Präsident. Oder? Ich hoffe, ihr verkraftet das und ich verkrafte das, aber das ist es. Vielen Dank. Super. Super. Vielen Dank. Vielen Dank. Wow, okay, cool, super. Jetzt haben wir alle Awards vergeben und es war ja schon, macht schon was aus mit dem Konfetti, oder? So, im Vergleich zu der Effekt ist gut. Machen so, wir wieder. So die Oscars für Nerds in der Schweiz irgendwie. Übrigens, super. Danke an die Mikro fürs Aufräumen danach. Ja, genau. Ja, okay, wow. Okay, wir kommen jetzt zum Schluss. Ganz bevor ich dich noch entlasse, möchte ich noch kurz erwähnen, du machst das seit 5 Jahren jetzt, Adrian. Und ich habe gehört, du trittst aus dieser Rolle, die du jetzt innehast, zurück. Genau. Ich möchte mal kurz fragen, was passiert weiter mit der Jury und mit dir? Genau, also wo ich das Ganze übernommen habe, da war auch wieder Hannes Gasser schuld. Der ist extrem gut in Jobs verteilen. Er hat mich angerufen und gesagt, du könntest doch jetzt die Open Source Awards machen. Ich bin dann in Zürich gewesen und die waren damals sehr, sehr klein. Das waren irgendwie 20 Leute um einen Tisch. Ich fand die Idee super, aber ich habe dann gedacht, also wenn wir das machen, dann soll es etwas größer werden. Und nicht zuletzt dank Matthias und dem ganzen Team hier übrigens, ist das ein gutes Stück größer geworden in den letzten Jahren. Zuerst im, wie hieß das, Universitäts, in der schönen Villa da ein paar Jahre. Und jetzt seit letztes Jahr quasi hier in der DINACON. Damit habe ich eigentlich mein Ziel erreicht. Wir haben, glaube ich, die Erreichbarkeit der Open Source oder jetzt im DINACON Awards deutlich erhöht und deshalb ist es jetzt ein guter Zeitpunkt, um diesen Job abzugeben. Ich werde natürlich das Ganze nicht ganz verlassen, ich werde in die Jury gehen. Ich habe bis jetzt nie Stimmrecht gehabt, ich habe immer nur gesprochen. Ah. Und das nächste Mal habe ich dann ein Stimmrecht und wir hoffen, dass wir eine gute Nachfolgerin oder einen guten Nachfolger finden. Ihr müsst nicht ein großes Skillset haben, vor allem ein großes Maul, kommt zu mir, wenn ihr interessiert seid. Und sonst schaut dann wahrscheinlich die Jury für eine gute Nachfolge. Okay, super. Genau. Ja, also auch von unserer Seite aus, von der digitalen Nachhaltigkeitsseite, vielen Dank für Merci. Dein Engagement und das Mitwirken. Sehr schön, super. Cool. Danke. Du hast noch was zu sagen. Genau, ich habe noch eine letzte Werbeeinblendung. Ihr seht, ich bin super im Office bedient. Ich habe es nicht fertig gebracht, einen Punkt dort wegzubringen. Also es gibt noch die Open Source, die OSBAR Awards. Das sind von der Open Source Business Association. Das ist eine europäische Organisation, glaube ich, kann man sagen, Nicola, oder? Deutschland. Deutschland, okay, eine Deutschland
orientierte Organisation, die etwas Ähnliches verleiht im deutschen Raum. Wir können dort eingeben, also wir sind quasi als Schweizer gut genug, um dort einzugeben. Wenn jemand Lust hat, ich habe hier noch ein paar Kuverts mit der Adresse drauf und sonst geht auf die Webseite. Die Eingabe für diese Awards ist Mitte November, glaube ich. Genau. Das war es von meiner Seite. Okay, vielen Dank. Danke, Adrian. Vielleicht noch. Ja, und eben wie Sie gehört haben, nächstes Jahr geht es weiter. Wir hoffen auch nächstes Jahr wieder mit den DINACON Awards weitere großartige Projekte so zu inspirieren und mal ins Rampenlicht rücken zu können. Dafür braucht es eben auch Leute. Hier ein kurzer Aufruf. DINACON ist auch so ein freiwilliges Organisationskomitee. Wir machen das jetzt zum zweiten Jahr und würden das sehr gerne nächstes Jahr wieder machen. Und dafür brauchen wir auch Leute. Also Sie sehen, Ihr Engagement ist an allen Ecken gefragt. Wenn Sie noch mitmachen wollen, melden Sie sich bei mir und Matthias. Gut. Und ja, und das war jetzt so ein langer Tag. Wir haben viel erlebt. Es war eine fulminante zweite Ausgabe der DINACON. Und deshalb möchte ich mich an dieser Stelle auch noch bedanken bei den Sessionleitern und Leiterinnen ganz besonders. Wir hatten 18 Sessions heute und die sind alle, glaube ich, ganz gut gegangen und die haben großartige Arbeit geleistet. Dann auch ein Dankeschön an das Organisationsteam. Die bitte ich, auf die Bühne zu mir zu kommen. Und währenddem die sich den Weg machen, hier auf die Bühne zu mir, möchte ich noch sagen, genau, wir machen nachher gleich das Apero mit der Celebration von der Open Source Initiative 20 Jahre. Und ja, ich glaube, das wäre es eigentlich von meiner Seite. Und ich möchte mich bei Ihnen auch ganz herzlich bedanken für Ihren Support und Ihre Unterstützung und dass Sie hier da waren. So, vielen Dank.